Mein Name ist Sarah Connor. Der 29. August 1997. Sollte der Tag der Abrechnung sein. Aber ich habe die Zukunft geändert. Ich rettete 3 Milliarden Leben. Reicht dir das als Zusammenfassung? Nein. Du hast vielleicht die Zukunft geändert. Aber nicht unser Schicksal. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Chris. Hallo! Ja, ich bin der Erik. Ich grüße euch auch alle. Und ja, wir haben heute volles Programm. Deswegen fangen wir gleich an mit der Sneak Preview der vergangenen Woche. Hier hatten wir den Film Official Secrets mit Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Good und wie hieß er? Weißt du, wen ich meine? Der. Nein. Na komm, der bekannte Schauspieler, der da noch mitgespielt hat. Ach, okay, lass mich das googeln. Ralph Fiennes. Ah, ich weiß noch nicht, welchen Bekannten du meinst. Weil wie viele Bekannte waren denn da noch, wenn du da hin und her überlegt hast, wer es sein könnte? Ja, hättest du einfach alle genannt? Ralph Fiennes, ja, bevor ich es gegoogelt habe. Bin ich schlecht vorbereitet oder du? Ist es mir noch eingefallen. Der Film beginnt mit einer Szene, wo Keira Knightley offensichtlich vor einem Gericht steht und sich dort verantworten muss. Und dann springt der Film einige Zeit zurück und wir erfahren dann, wie sie im Jahr 2003 angefangen hat bei so einer Geheimdienstorganisation in England zu arbeiten, aber nicht dem MI6, sondern so eine Art vorgelagerte nachrichtendienstliche Organisation, die einfach mal so die Technik haben, so Telefongespräche abzuhören, E-Mails abzufangen, eher so aus dieser, eher wie eine IT-Company oder sowas ist das, wo sie arbeiten, sind aber trotzdem an die Geheimdienste gebunden und sie liefern diese Erkenntnisse, die sie gewinnen, liefern sie an die Geheimdienste der verbundenen verbundenen Länder oder verbundenen Gesellschaften, sagen wir es so. Und sie arbeitet da nun in diesem Büro, was ja ganz normal aussieht eigentlich. Und eines Tages bekommt sie eine E-Mail, auf der steht in einem relativ großen Verteiler, wo alle ihre Kollegen drauf sind, steht so sinngemäß, ja, wir... Also die kamen von einem amerikanischen NSA-Beamten und da stand so sinngemäß drin, ja, wir brauchen euch, wir ersuchen euch um Amtshilfe, ihr müsst uns unterstützen, verschiedene stimmberechtigte Länder im UN abzuhören, damit wir Material in der Hand haben, um da, also so genau stand es jetzt nicht drin, aber das ergab sich schon eindeutig daraus, dass quasi die USA Material sammeln wollte gegen diese Personen, die in dem UN-Aufsichtsrat sitzen, die für eine UN-Resolution stimmen sollten für einen erneuten Einmarsch im Irak. Wie wir alle wissen, fand dieser Irakkrieg statt unter Bush Junior. Also hat offensichtlich nicht allzu viel gebracht, das ganze Thema. Das irgendwie, weil sie wird dann nämlich dann so zu einer Whistleblowerin, sie veröffentlicht das, weshalb sie sich dann auch verantworten muss und wir erfahren dann eben, was es mit diesem Official Secrets Act auf sich hat, welcher in Großbritannien da eine Rolle spielt und was ich erst so danach oder während des Films so deutete sich das an, dass das wohl offensichtlich auf realen Begebenheiten und realen Personen basiert, das Ganze. Mir war das jetzt nicht geläufig, also ist vielleicht auch, ja, weiß nicht, so ein Zeichen, dass gewisse Sachen vielleicht eher ein bisschen totgeschwiegen werden, als dass es da die große Glocke gehängt wird. Ich habe mir dann einiges durchgelesen über die Person selbst und so, wie die auch danach damit umgegangen ist und wie sie den Film findet und so, stand einiges drin. Und ja, an sich relativ spannend gemacht. Fand es bloß ein bisschen schade, dass
gerade die Szene ganz am Anfang gleich kommt, wo man sieht, ah, okay, sie landet vor Gericht. Also es kann ja ganz anders laufen, solche Geschichten. Dadurch, weil ich die Geschichte nicht kannte, wusste ich halt auch nicht, in welche Richtung das dann geht. Deswegen wäre es für mich jetzt schöner gewesen. Ich hätte es nicht gewusst, aber ja, wie ging es dir da? Ähnlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam ja ein bisschen später erst rein. Ich habe die Szene vom Anfang gar nicht so richtig mitbekommen mit dem Gericht. Aber wie du schon gesagt hast, er war relativ spannend. Er war sehr straight, war, ja, die Nebenstränge, die aufgemacht wurden, waren großteils vorhersehbar, aber auch logisch in der Schlussfolgerung. Das ist das Schöne, was man da zu sagen muss. Und er hat wirklich so eine Grundstimmung gehabt, der Film. Die hat er komplett durchgezogen, hat die behalten. Und nee, war cool. Also war eine echt, nicht fetzige Geschichte, aber war eine gut erzählte Geschichte. Und wenn man dann halt sich vor Augen hält, das ist beruht auf einer wahren Geschichte oder auf einer wahren Gegebenheit, fragt man sich natürlich, okay, wie viel ist wirklich davon exakt so passiert? Weil irgendwo werden auch Teile davon so passiert sein. Und das fand ich eben auch gerade so spannend, dass man da sagen kann, hey, pass auf, so war es halt wirklich. Und es gibt diese Whistleblower und auch, wie das dann im Endeffekt alles ausgeht. Und es ist schon ja, immer wieder spannend, da zu sehen, wie die Politik im Hintergrund eigentlich funktioniert. Ja, man fragt sich dann ja auch, ne, wenn man selber in der Situation gewesen wäre, ja, also wenn was würde man tun, ja, weil es ist ja dann immer die Frage, macht man das, veröffentlicht man das und wirft damit quasi sein ganzes Leben weg, weil das kann halt auch da schnell mal passieren, siehe hier diese Chelsea Manning oder weiß nicht, Edward Snowden oder sowas. Oder steht man halt so stark zu diesen Prinzipien, dass man sagt, okay, das ist einem egal. Das, ja, es geht da im Kleinen schon los, wenn da auf Arbeit, wenn man da irgendwas erfährt, wo man denkt, ach, das ist jetzt eigentlich nicht. Also. Aber gut, hier in dem Film fand es auch sehr gut, dass die so gute Nebencharaktere auch hatten, also mit dem Doctor Who zum Beispiel. Oder auch, ja, ey, mit Matt Smith, also großartig. Mit dem einen Typen, den man aus Notting Hill kennt, der da ein Mitbewohner war von Hugh Grant. Übrigens gedreht hat das Ganze der Gavin Hood. Weißt du, was der noch gemacht hat, was du auch gesehen hast? Jetzt kommt's. X-Men Origins Wolverine. Ah. Hat er zum Beispiel gemacht. Okay. Oder auch andere Sachen wie Machtlos oder Ender's Game hat er auch gemacht. Ja, ich fand's auch sehr unaufgeregt inszeniert und auch gut dargestellt, wie versucht werden soll, die junge Frau da ja mit psychischen Mitteln so einzuschüchtern, dass sie da eben das gar nicht weiter verfolgt, weil es ist so ein bisschen so ein Tanz auf der Rasierklinge. Ja, wie gerade noch so, dass sie sagen, okay, wir können jetzt rechtlich da irgendwie nicht wahnsinnig viel machen und andererseits ja, so richtig unter Druck setzen können wir sie aber auch nicht und so. Das haben jetzt schon zu viele Leute erfahren, was da los ist. Und ja, diese Gratwanderung war auch sehr interessant. Ja. Und Ralph Fiennes spielt dann so einen Anwalt von so einer Menschenrechts, die so pro bono arbeiten für so Menschenrechtsfälle, weil ihre Anwältin, die sie dann zugelost bekommt, da als Pflichtverteidigerin, die sagt ihr gleich, also das ist eine Kragenweite zu hoch für mich, der Fall, den kann ich nicht annehmen und gibt ihr aber da den Tipp. Und ja, dann kommt Ralph Fiennes ins Spiel mit seinen Leuten und auch mal wieder schön, den gesehen zu haben. Aber, ja, wie gesagt, für mich hat das Ganze einen Wermutstropfen, weil eben am Anfang diese Szene drin ist, die schon aufs Ende oder wo man schon weiß, in welche Richtung das geht. Wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich viel mehr gedacht, oh Gott, was passiert da jetzt, wie geht's weiter und so. So wusste man schon ein bisschen, in welche Richtung das geht. Deswegen gebe ich... Aber das Jammern auf hohem Niveau. Ja, ansonsten für die Sneak absolut top. Also wenn jemand anders in der Sneak bekommt, dann freut euch auf jeden Fall. Liebe Hörer, ja, das ist mal ein guter Film. Schöner Film, ja. Definitiv, ja. 7 Punkte, ne? Die deutsche Synchro hat bei mir einen Abzug gegeben. Insbesondere die von ihrem Freund oder so.
der lag Ehemann. Ja, der war ja Ehemann. Ehemann. Ja, genau, den hat es ja geheiratet gehabt, weil das war das teilweise. Das ist wichtig, hallo? Ja, das ist wichtig, ich weiß. Das war teilweise nicht mal lippensynchron, was der da gelabert hat. Und das war einfach so wie: Oh, wir haben hier keinen mehr für diese Nebenrolle zum Synchronisieren. Hier, komm mal du her, lies mal hier die paar Zeilen von dem Zettel vor, den wir dir jetzt gerade reichen. Und so ungefähr klang das. Also, das war echt nicht schön synchronisiert. Echt. Das ist aber schon ein bisschen gemein. Also. Das war wirklich, also. Oder wo ich es dir dann gesagt habe, ist es dir dann auch richtig aufgefallen. Denn der lag ja so daneben, teilweise auch stimmungsmäßig. Ja, das ist schon richtig. Das war also ein bisschen anstrengend, aber ja. Naja. Es gibt gute Synchronsprecher und es gibt weniger gute und das war leider einer da von denen. Darf man nicht an den zweiten Film, den wir heute noch haben, dran denken, weil dann müsste ich da auch abziehen. Ja, wir haben heute noch ein bisschen mehr. Aber ich gebe erstmal 7 Punkte hier für die Sneak Preview Official Secrets. Bin ich bei dir. Sehr gut. Dann, ich gucke gerade mal, werf gerade mal einen Blick rein. Oh, da hat sogar jemand 10 Punkte gegeben bei uns in der Metropol-Sneak-Gruppe. Yep. Viele haben 8 und 9 gegeben. Ich glaube, wir sind mit 7 schon im wirklich unteren Teil. Ja, und das schlechteste ist 6, ne? Ja, also. 6 Punkte hat jemand. Ach, die der Steff. Reizt sich schon. Wieso wurde denn die Steff bei uns, sehe ich gerade? Das ist die mit den 6 Punkten. Da lief es wahrscheinlich in Reutlingen, das Sneak auch. Hey, du kannst ja nicht bei uns den Film runterwerten, Steff. Das geht so nicht. Ja. Also du kannst gern, wenn du die Mainstream-Meinung teilst, kannst du dich da gern anschließen, aber nicht hier alleine. Doch, nein. Mach, was du denkst. Ja, dafür ist die Gruppe da. Genau. Wir wissen ja. Genau, da scheint euer Reutlingen nicht ganz so gut angekommen zu sein. Na gut, der Tipp für morgen. Sag du das, wie der lautet. Ja, danke, dass ich das übernehmen darf für den 28.10. Das ist jetzt aber die 1024. Das ist mit Bravour bestanden. Und da bin ich bis jetzt der Einzige mit einem Tipp. Ich habe nämlich das Booksmart getippt, der ja demnächst anlaufen soll. Und der könnte da so reinpassen, würde ich mal sagen. So vom Tipp her. Also hat er die Kate letzte Woche schon vorgestellt, Regie Gina Wild. und da geht es um Amy und Molly, die Streber sind und eines Jahrgangssprecherin. Und bevor sie aber zu ihren Elite-Unis gehen, wollen sie irgendwie noch Entwicklungshilfe in Botswana machen und machen dann beim Vorabend von ihrem Abschluss machen sie noch ein bisschen Party und so und wollen alles nachholen. Da habe ich da gestern noch einen Kommentar bei Twitter gelesen. Der VfB war hinten offen wie Gina Wild zu ihren besten Zeiten. Nur mal so. Himmelswillen. Ja, es geht um Filme, also. Oh, verstanden, ja. Also, gut, wir haben ja einen Explicit Tag, da geht das ja. Ja, dann geht es. Auch noch. Ich habe jetzt nicht so Schlimmes gesagt. Kann man auch noch deutlicher werden hier. wir haben noch einen Film geschaut. Du hast dich wegen mir ins Kino bequemt. Ja, es war ja Gott sei Dank kein anstrengender Tag. Der letzte Freitag. Und da haben wir haben den schönen Übergang jetzt tatsächlich auch, weil Matt Smith hat ja bei Official Secrets mitgespielt und Matt Smith hat da tatsächlich auch mal in einem Terminator mitgespielt, und zwar Terminator Genesis. Weiß nicht, ob du das wusstest. Kann ich mich nicht erinnern, was aber auch nicht schlimm ist. Jetzt weißt du es auf jeden Fall. Weil Genesis habe ich, glaube ich, vergessen. Genau, ist nicht so schlimm, weil wir haben uns angeschaut Terminator 6 Dark Fate. Yes. Mit natürlich Arnold Schwarzenegger, mit Linda Hamilton, mit Mackenzie Davis, Gabriel Luna und Natalia Reyes, um die wichtigsten Rollen zu nennen. ist ein Film, wenn man denkt, oh Terminator, ich glaube die erste Reaktion ist, ach Gott, schon wieder ein Teil und es ist tatsächlich so, 30 Jahre ist es her, dass Linda Hamilton dabei war und die ist jetzt wieder als Sarah Connor mit dabei. Und der Film räumt ganz gewaltig auf, würde ich mal sagen. Also schon in den ersten paar Minuten räumt der Film mit ganz arg viel auf, mit ganz arg viel Zeug auf, das in der Zwischenzeit schon passiert ist. Und
fängt dann quasi eine neue Story an. Und das erste Drittel von diesem über 2-Stunden-Film kam mir so ein bisschen vor wie, alles klar, wir machen hier ein kleines Remake von Terminator 1 und 2. Und dann driftet er doch in seine eigene Richtung ab. Und man muss dazu auch noch erwähnen, dass ja Dark Fate der erste Film ist von einer neuen Trilogie. Und da wird mir schon ein bisschen Angst und Bange, aber dazu vielleicht später noch. Also worum geht es diesmal? Es geht darum, dass eine Kriegerin zurückgeschickt wird in der Zeit, die völlig nackt landet. Mhm. Das war das, ja. Ja, erste Highlight für Erik, weil es ist Mackenzie Davis und die findet er, glaube ich, ganz gut. Ja, unser Host hier. Holding Catch Fire. Oh. Ja, genau. Also sie landet und wir wollen ja nicht zu viel verraten. Sideboob. So viel kann man verraten. Und die landet, man fragt sich so, oh, wo will die wohl hin? Kurze Zeit später landet der nächste, in dem Fall Gabriel Luna, der den Terminator spielt in diesem Fall. Die nächste Neuentwicklung, also Skynet gibt's nicht mehr, habe ich das richtig verstanden? Musst du mir jetzt helfen? Skynet gibt's nicht mehr, stattdessen gibt es dieses andere Netzwerk, was eigentlich da fast dasselbe ist, ja. Ja, genau, also Skynet gibt's in dem Fall irgendwie so nicht mehr, aber es gibt einen Nachfolger von Skynet. Und der hat ein Ziel, die schöne Danny, gespielt von Natalia Reyes, in Mexiko zu töten. Also wir sehen langsam, es gibt sehr, sehr viele Filme jetzt gerade mit Mexiko-Bezug und es gibt auch sehr, sehr gute Schauspieler aus Mexiko. Ich muss gleich vorneweg schicken, nämlich, dass ich Natalia Reyes in der Rolle sehr cool fand. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die da zu sehen. Und wenn man dann noch an Schauspielerinnen wie Eiza González oder so denkt aus Mexiko, also da kommt schon gerade eine Generation an Schauspielerinnen aus Mexiko, die könnte noch ein bisschen aufräumen hier. Aber das nur als ja. Side-Geschichte. Also auf jeden Fall hat sich schon eine Bookmark-Ordner angelegt auf dem Rechner mit den neuen Schauspielerinnen. Ja, natürlich. Ja, weißt du, in meinem Alter, da ist das, erinnert man sich nicht mal an die Namen, aber die Bookmarks findet man. Genau, und Danny auf jeden Fall, Danny ist das neue Ziel und wieso, weshalb, warum, verraten wir natürlich jetzt noch nicht, das wird zu viel verraten. Auf jeden Fall beginnt die Jagd nach Danny. Wer wird sie kriegen? Kann sie verteidigt werden von Mackenzie Davis und natürlich von Linda Hamilton, die dann auch mit auftritt. Linda Hamilton als Terminator-Jägerin. Warum und wieso, das will ich jetzt auch mal noch nicht verraten, wird allerdings auch relativ früh im Film schon erklärt. Und das heißt, Sarah Connor beschützt sie, Grace beschützt die gute Danny, alle gegen Gabriel Luna. Am Ende sogar Arnold Schwarzenegger als der Terminator ist auch dabei. Und es beginnt halt wieder so dieses typische Rennen. Es ist so ein typischer Terminator-Film mit, ja, wir müssen ihm eine Falle stellen, damit wir ihn wirklich besiegen können. Kann man ihn wirklich besiegen? Nein, eigentlich sind die völlig unbesiegbar, weil die sind völlig overpowered. So jetzt auch in diesem Fall, weil der neue Terminator so eine Kombi ist aus den alten eigentlich. Mit Exoskelett und Flüssigkeit und das beides für sich extra und trennbar. Das ist schon nett anzusehen. Klingt schon, natürlich jetzt. Schon ein Endgegner, ne? Ja, das ist schon ein gewaltiger Endgegner, der halt einen auch noch verfolgt. Also der will auch noch der Endgegner sein. Das ist noch viel schlimmer. Legendärer also, ja, 80er. Nein, das ist schon ein legendärer 120er mit 3 Sternen. Und ja, es geht halt um diese Jagd. Dann nach der Einführung geht es halt ungefähr eine Stunde um die Jagd, also halbe Stunde Einführung, eine Stunde lang Jagen und halbe Stunde dann Endkampf. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ist von den Dialogen her, braucht man, glaube ich, keinen Oscar-Kandidaten erwarten. Das wäre definitiv zu hoch gegriffen. Was allerdings man vielleicht etwas mehr erwarten könnte, sind die Special Effects. Ich fand sie teilweise gut, ich fand sie teilweise aber eher befremdlich, muss ich auch sagen. Ganz am Anfang springt einmal an der neue Terminator rum. Das hat mich brutalst an diesen einen Hulk-Film erinnert, wo Hulk wie ein Flummi durch die Wüste hüpft. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, aber so wirkte das auf mich. Und das fand ich dann ein bisschen schade, weil das hätte man sicherlich noch ein bisschen besser machen können. Und wenn man schon solche
ja, solche Möglichkeiten hat, kann man die, denke ich, auch besser ausschöpfen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, also da war ich bei dieser ersten Szene, die du da ansprichst, da war ich auch ein bisschen enttäuscht von den Effekten. Aber es ist ja zum Glück besser geworden. Also ich weiß nicht, ob das eine Szene war, die sie irgendwie, ja, vielleicht haben sie die nachgedreht und dann sind da die Effekte noch nicht so hundertprozentig fertig gewesen. Dann. Oder so eine Demoszene mit, hey, wir haben schon einen Terminator-Film. Wer möchte ihn finanzieren? Hier haben wir die ersten Ausschnitte. Lassen wir mal drin. Ja. Also was ich halt, ich bin ja ziemlicher Fan der Reihe. Und nachdem die wirklich ab dem dritten konsequent schlechter geworden sind und teilweise unerträglich schlecht geworden sind, ich habe es trotzdem alle geguckt, weil irgendwie braucht man ja neuen Stoff hier, wenn man da süchtig ist. Und selbst die Serie habe ich irgendwie mal so bis zur Hälfte geguckt, die Sarah Connor Chronicles und so. Aber es hat mir alles nicht so wahnsinnig viel gegeben, aber bei dem Film hatte ich jetzt echt wieder richtig, richtig coolen Spaß. Was aber im Gegensatz zu dir weniger jetzt an diesen mexikanischen Darstellern lag, sondern ich hab noch ein bisschen drauf rumgedacht, ne, in den Tagen danach. Mir haben eigentlich die Szenen mit Annie und Linda Hamilton den meisten Spaß gemacht, ja, weil die haben auch so Witz reingebracht. Da war erstaunlich viel so Witz drin, die das so aufgelockert hat. Und ohne das, boah, da wäre der Film wirklich ja, sehr düster geworden. Und das hat es für mich echt gelockert, das Ganze. Dass das natürlich alles wieder auf was Ähnliches hinausläuft, das Ganze. Ich kann mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen, wie es jetzt weitergehen soll. Wenn du sagst, es wird eine Trilogie oder so, aber naja, ja. Dadurch, dass hier James Cameron mitproduziert hat und geschrieben hat, was man dem Film auch deutlich anmerkt, hat er doch eine ganz andere Qualität als die vorhergehenden. Also wenn das so bleibt. Ja. Und Tim Miller, Regie, Deadpool, sage ich nur, ne? Der kriegt sowas ja auch hin, ne? So ein bisschen. So ja, mit, nur, also, so wenn du dem Film wirklich Böses willst, dann ist es das ist schon. Ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in die Nesseln. Ich hoffe, dass es richtig ankommt, wenn ich das so sage. Es ist wirklich, wir müssen jetzt auch solche Filme unbedingt mit Frauen komplett besetzen. Es ist nicht negativ, überhaupt nicht gemeint. Es ist einfach nur so ein. Mein schlimmstes Beispiel ist da immer noch Ghostbusters. Das musste man ja unbedingt auch mit Frauen mal machen. Ist ja nicht schlimm. Ich kann mit der ganzen Debatte eigentlich nichts anfangen, weil für mich sind eigentlich alle Menschen gleich, völlig egal welchem Geschlecht und welcher Herkunft. Und es geht halt, also zum einen geht es darum, hier klar zu sagen, okay, die Frauen sind definitiv im Vordergrund. Dann kannst du noch sagen, es geht um Bedrohung von Arbeitsplätzen durch Maschinen, durch schon der erste Anfang. Es gibt eine Mauer zwischen den USA und Mexiko, ne? Dann Grenzgefängnisse, Waffenfetischismus würde ich vielleicht auch sogar noch nennen. Siehe die eine Szene mit "Wir sind in Texas". Ja, das waren, ja. Waren so coole, das waren auch Lacher dann im Kino. Ich fand das echt. Ja, cool, es war schon so ein bisschen Situationskomik dann einfach auch, die den Film auf jeden Fall ein bisschen gut taten, weil sonst wäre er schon so ein bisschen, glaube ich, auch tröge geworden. Also nicht unbedingt arg düster, sondern einfach tröge. Und deswegen, ja, kann man das schon mal so machen. Ob es ein gelungenes Reboot ist von der ganzen Franchise, das sehen wir dann noch. Aber so wie gesagt, wenn da wirklich noch Teil 2 und 3 kommt, also 7 und 8, dann musst du mir mal noch in Ruhe die Zeitlinien erklären, weil eigentlich kann man ja andere Filme von da jetzt schon völlig in die Tonne treten, oder? Ja, zu Recht. Nö, man kann alles, was nach Teil 2 kam, kann man eigentlich jetzt vergessen. Das ist auch gut so. Also das, die habe ich auch, also wenn mir jetzt jemand eine Szene nennt, okay, es gibt so ein paar Sachen, was weiß ich, Arnie mit einem Sarg auf der Schulter, wo ein Maschinengewehr drin ist und so, die merkt man sich schon noch, aber jetzt irgendwelche anderen Szenen, wüsste ich jetzt kaum noch aus welchen die waren. Also am schlimmsten war ja dieser eine Film, wo gleich der Trailer schon alles gespoilert hatte, dass ja der eine da böse ist und so. Was im Film erst wirklich ganz am Ende enthüllt wurde, was er der Trailer schon drin hatte. Ja, was ich übrigens, kann ich überraschen. Was ich übrigens hier bei IMDb lese, muss ich jetzt gerade auch lächeln. Während des Drehs musste der Regisseur Tim Miller Linda Hamilton
mehrfach darauf hinweisen, dass sie bitte nicht lächeln soll, wenn sie Waffen abfeuert, weil sie hatte da wohl so einen Spaß dabei, wenn sie da rumgeballert hat. Okay. Was man ja verstehen kann. Wir waren vor ein paar Jahren, wo ich noch in einer anderen Firma gearbeitet habe, hatten wir so ein Teambuilding-Event, da waren wir auf dem Schießstand und da konnten wir mal alle möglichen Waffen schießen. Da hatten die auch so aus Filmen, was weiß ich, da konnte man Kalaschnikow mal schießen und so und Schrotflinte und sowas. Das hat schon Spaß gemacht. Du hast ein komisches Verständnis von Spaß, aber okay. Das hat schon Spaß gemacht, ja. Also auf Scheiben jetzt, das war ja keine... Ja. Ich habe auf Menschen geschossen hier. Mir hatte der Film echt gut gefallen. Ich hatte da viel Spaß dabei und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist für mich auch so ein Blu-ray-Kandidat, den hole ich mir da auf jeden Fall. Den will ich auf jeden Fall noch ein, zwei Mal gucken. Während von den anderen habe ich nur eins und zwei hier stehen. Allerdings, ich habe jeden Teil, ich weiß nicht, wie oft ich den jeden Teil gekauft habe, weil es da so verschiedene, was weiß ich, es fing ja mit Teil 1 an, da gab es dann irgendwie mal, ja, Uncut aus Österreich musste man den bestellen und was weiß ich und dies und jenes und auf DVD und dann auf Blu-ray und Special Edition Blu-ray und hast du nicht gesehen und ja, von Teil 2 gibt es ja nun mittlerweile auch noch so einen Director's Cut, der mir gar nicht so gut gefällt. Mir gefällt die Originalversion eigentlich besser. Aber ich habe alles hier. Super. Dafür habe ich die halt öfters gekauft und die anderen, also Teil 3, was da sonst noch gab, habe ich gar nicht. Ja. Hat mir echt Spaß gemacht. Aber ich möchte allerdings hier auch nochmal ganz kurz wegen der Synchro reden. Ich fand die Synchro von Linda Hamilton ein bisschen anstrengend. Ja? Ja. Habe ich jetzt als nicht besonders. Ich wollte ja eh im Original, man muss eigentlich Arnie-Filme im Original gucken. Also, ja. Give me your shoes, your boots and your motorcycle. Ja, aus Teil 2. Ja. Genau. Na gut. Gibt es allerdings im neuen Teil auch, deswegen. Ach, ich fand es auch so schön, das will ich jetzt nicht spoilern, wie dann auch so gewisse Zitate aus anderen Teilen wieder aufgegriffen und ein bisschen verändert werden und so. So Fanservice und so war schon sehr schön. Ja. Ja. Schon. Also wie gesagt, war halt so ein Reboot einfach. Und mal schauen, wo es hinführt. Fand eins von den besseren Reboots. Also das, ja, das fand ich in Ordnung. Also kann man gucken, auf jeden Fall. Also geht da mal rein. Es gab eine Szene, wo Linda Hamilton heulen musste, ne? Kann ich mir durchaus denken. Habe ich jetzt gerade noch. Es gab da auch so eine Szene, da hatte ich auch ein Kloß im Hals. Also wo so eine gewisse Verabschiedung stattfand, wo man merkte, okay, die Beteiligten wissen jetzt, man sieht sich nicht wieder. Ach so. Ja, okay, ich weiß jetzt bei welcher Szene, weil sie jung gemacht wurde und mittels CGI auch das Gesicht auf den Körper übertragen wurde, da musste sie abends dann weinen. Ach so, ja, dann ist es nicht die, die ich meinte. Ja, aber... Ja, ich fand's, also was habe ich hier punktemäßig? Habe ich 8 Punkte, glaube ich. Ja, finde ich gut. Vielleicht nach weiterer Sichtung, ich hätte mir noch einen kleinen, ich muss doch noch was sagen, was mir noch eingefallen ist in der Nachbetrachtung. Und zwar, die anderen Teile, die leben ja auch so von diesen typischen One-Linern hier, so I'll be back und irgend sowas, ja, oder weiß nicht, hasta la vista, baby und so. Und, das Thema umschifft er jetzt ganz geschickt, dieser neue Film, fand ich. Da sind zwar so ein, zwei Sachen drin, die sind aber eher so aufgegriffen aus den alten, aber versucht jetzt nicht so neue One-Liner irgendwie so großartig reinzudrücken, weil ich glaube, da ist auch jetzt nicht mehr so die Zeit für solche Themen. Ne? Solche One-Liner, das war halt irgendwie so 80er, 90er sehr viel, aber jetzt heutzutage fast gar nicht mehr. Und das fand ich jetzt auch ganz gut, dass es eben nicht so drauf angelegt wurde. Hätte man durchaus, gab es mehrere Gelegenheiten, wo ich sogar gesagt hatte, was jetzt kommen könnte, was aber dann der Film nicht gemacht hat. Das fand ich ganz gut. Ja. Dass er sich da jetzt ein bisschen ernster nimmt und nicht sagen will, hey, komm hier, wir machen dieselbe wie früher, sondern ja, aber an sich, ich meine, Tim Miller, jetzt weiß ich nicht, wer die bei den weiteren, was du angesprochen hast, Regie führt, der hat es schon sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht kann er trotzdem noch dadurch, dass ja dann vielleicht bestimmte Personen vielleicht nicht mehr auftreten in den folgenden Filmen,
Vielleicht kann er dann trotzdem noch ein bisschen Deadpooligen Humor hier unterbringen. Vielleicht kommt der Ryan Reynolds. Ryan Reynolds spielt dann den nächsten. Vielleicht gibt es ein Crossover Deadpool versus Terminator. Warum auch nicht, ja? Wer würde gewinnen? Ja, machen. Wer würde gewinnen? Deadpool, weil Deadpool kriegst du ja nicht klein. Ja, den Terminator auch nicht so recht, ne? Also da musst du schon ganz schön was auffahren. Aber ja, aber eventuell möglicherweise doch eher den Terminator kriegst du eher klein wie. Aber das sehen wir dann. Ja. Ich habe ihm übrigens 7 Punkte gegeben, falls es noch jemanden interessiert. Genauso viel wie Official Secrets, aber im anderen. Halt auf eine andere Art 7 Punkte, aber auf eine anschaubare Art auf jeden Fall. Auf jeden Fall mal ein Bild machen, das lohnt sich. Genau, oder 25 pro Sekunde und das Ganze 2 Stunden lang. Jawohl, das Kino war dann doch, weil du sagtest, da waren gar nicht so viele reserviert, aber es war dann doch ganz gut gefüllt, als nicht voll, dafür, dass es Freitagabend war. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann ja der Martin mal schreiben, wie der Film da in Halle so läuft. Ich war ja Gott froh, dass die hinter uns dann irgendwann noch eingesehen haben, okay, der Film geht jetzt los und jetzt ist Ruhe. Ein paar Quatsch, das war ein bisschen anstrengend. Ja, aber dann waren sie ruhig. Ja, das war. Ja, dann waren sie ruhig. Okay. Ich habe noch Filme geschaut. Und zwar, einen Film habe ich schon länger mal auf meiner Liste gehabt. Ein Film aus dem Jahre 2003. Oh Gott, alle schalten ab. Gott, der Mann redet vom Krieg hier. Nein, hört mal kurz zu. Ich mache es auch ganz kurz. Von François Ozon, der ein bekannter französischer Regisseur ist, mit Charlotte Rampling in der Hauptrolle. Und Charlotte Rampling spielt eine Schriftstellerin. Und ihr Verleger, John, gespielt von Charles Dance, den man kennt aus Game of Thrones. Der hat da den, wie heißt er? Jetzt komme ich, ich suche nicht lange rum. Also Charles Dance, Game of Thrones, ist bekannt da. Ich glaube, hier der hat er den Vater von der, egal. Der spielt ihren Verleger und sie hat so ein bisschen, sie schreibt so Krimi-Romane, die ziemlich gut ankommen. Und irgendwann leidet sie auch so ein bisschen unter irgendwelchen Depressionen und Schreibblockade. Hey, sie wohnt in England, da regnet es irgendwie 90% der Zeit und ist trübe alles und so. Wenn nicht, ist Nebel, ne? Und da bietet, wie bei Asterix. Ja, ist immer so nebelig. Nein, nicht. Aber wo der neue Asterix-Band ist, scheiße. Ganz schlimm. Echt? Ich ärgere mich so. Egal. Schade. und der sagt dann, hey, ich habe ein Haus in Südfrankreich und besser gesagt eine Villa ist das sogar, ne? Und bietet dir an, hier hast du einen Schlüssel, fahr doch mal da runter und spann mal ein bisschen aus und krieg neue Eindrücke. Und sie fährt dann da runter in das Landhaus und ihr Verleger, der ist wohl geschieden und hat auch noch irgendwie eine Tochter und er sagt zu der Sarah, gespielt von Charlotte Rampling, sagt, sie hat es komplett. Sarah Connor. Sie hat es komplett alleine das Haus. Sarah Morton heißt sie. Sie hat es komplett alleine das Haus, aber in Wirklichkeit, also sie kommt dann dort an und irgendwie am zweiten Tag ist dann doch die junge Tochter, Julie, dort, gespielt von Ludivine Sanier. Und sie sagt halt, okay, da wusste sie jetzt nichts davon, dass ihr Vater das Haus an jemand anders gegeben hat und sie wollte da selber ein paar Tage ausspannen und das Haus ist groß genug. Die Engländerin ist halt so ein bisschen, sie kann nicht so gut mit Leuten und wäre halt lieber für sich alleine und die ist aber so überzeugend, die junge Dame. Kannst du übrigens mal googeln oder so, vielleicht findest du ein paar schöne Fotos. Sieht sehr hübsch aus. Ludivine Sanier, warte mal, ich poste dir das mal hier, den Namen. Ich hab's schon. Der Film heißt Swimming Pool. Ja, alles gut, hab's das schon. Aber. Und die ist halt so eine. Nee, nicht mein Typ. So eine typische Französin, also nimmt das alles sehr locker, das Leben und so. Und sonnt sich dann auch mal so nackig am Pool und sowas. Und bringt halt die ältere Frau dann doch dazu, irgendwie so ein bisschen, irgendwie so, so eine. Da ergibt sich dann so eine schwüle Stimmung aus Erotik und sonst was, weil die junge Frau, die schleppt dann auch mal immer noch irgendwelche Typen ab und so und schläft dann mit denen da in dieser Villa und das bekommt dann die andere Frau auch mit. Was? Nein, macht sie nicht. Also, doch, Ding. Doch, macht sie. Doch. Durch diese ganzen Sachen und auch was sie mit der jungen Frau dann so erzählt und bekommt sie auch ein paar neue Eindrücke für ihr Buch und
Und dann am Schluss wird es ein bisschen, ja, seltsam, weil man dann gar nicht weiß, was davon fand jetzt alles da überhaupt wirklich statt und was nicht und so. Und dann gibt es auch noch so einen Kriminalfall, der sich da entwickelt. Also es gibt dann auch eine Leiche und so. Und da muss sie dann selber mit aktiv werden, fast wie in einer ihrer Geschichten. Oder hat sie sich alles nur ausgedacht? Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ein etwas ruhiger erzählter Film. Typischer François Ozon. Und bin ganz froh, dass ich den gesehen habe. Hat mir gefallen, doch. Ja. Kann man so sagen. Ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen, also man muss so ein bisschen auf ruhiger erzähltere Geschichten und ein bisschen so dieses die französische Lebensart und so muss man schon ein bisschen verinnerlicht haben, dann findet man das vielleicht ganz nett, auch den Film. Ansonsten ist schön gemacht da, wie man nicht weiß, in welche Richtung geht das jetzt und so. Also Swimmingpool. Ja, gibt es vielleicht schon auf diversen Portalen zum Gucken hier. Mystery Thriller steht hier. Aber bitte auf das richtige Portal gehen. Also. Psycho/Mystery Thriller. Obwohl, naja, was heißt richtiges Portal? Den kannst du ganz normal gucken. Da ist schon sehr viel Erotik drin. Also da. okay, also Swimmingpool von mir bekommt der, warte mal, 7 Punkte. Und ganz kurz wollte ich nur noch erwähnen, ich habe auch Abgeschnitten gesehen, den ja die Kate letzte Woche empfohlen hatte. Und ich fand den genauso gut. Ich saß hier wirklich, der Film fing an und hat mich von Anfang an reingezogen. Ich fand den sehr spannend, gut erzählt, schöne Darsteller, also gut gespielte Personen, gute Darsteller und hat mir echt gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht, nachdem ich gelesen hatte, so bei diesen Movie-Pilot-Portalen oder Filmstarts oder so, dass der nicht so gut wegkommt. Aber ich fand den für einen deutschen Film echt gut. Teilweise die Autopsie-Szenen auch sehr, sehr blutig und so, war ich auch überrascht und auch so, wie es dann aufgelöst wird und was da alles so passiert, echt gut, also Abgeschnitten oder im Englischen bei Letterboxd heißt er Cut Off oder so ähnlich. Ja, kann man durchaus gucken. Ja. Okay. Läuft auf Sky gerade oder vielleicht in irgendeinem Streaming-Portal. Okay. Und was noch so anläuft, gucken wir jetzt. Kinocharts und Neustarts. Beginnen erstmal mit den Charts. Platz 10. So aus dem Nichts kommt er hier mit den Charts da an, du. Ach so. Ja, ja, mach nur. So überraschend, dass nach den gesehenen Filmen die Charts. Ja, ich wusste nicht, dass du so schnell fertig bist. So, ach ja, übrigens bin ich jetzt fertig. Ja. Ja. Platz 10, Bayala, das magische Elfenabenteuer. Ja. Ach so. Platz 9, Dora und die goldene Stadt. Platz 8. Die Addams Family, da sind gerade meine Mädels drin im Kino. Ich werde nachher erfahren, wie sie ihn fanden. Okay. Platz 7, Terminator Dark Fate. Platz 6, Shaun das Schaf, der Film UFO-Alarm. Platz 5, Dem Horizont so nah. Platz 4, Gemini Man. Platz 3, Ich war noch niemals in New York. Platz 2, Der Joker. Und Platz 1 der Kinocharts in Stuttgart in dieser Woche, Maleficent, Mächte der Finsternis. Ja, das, ja, ich weiß nicht, wer das, wer guckt das? Ja, ich habe mich schon bei den vorhergehenden Maleficent-Teilen gefragt, wer guckt das? Echt jetzt, weil die waren immer Platz 1 der Kinocharts und so und ich habe in meinem Umfeld, ich kenne niemanden, der das geguckt hat. Also normalerweise kennt man ja dann irgendjemanden, der sagt, ja, der habe ich gesehen, der ist gut oder so. Und jetzt auch wieder, selbst in den USA, ist Maleficent vor Joker. Tja. Ich finde das irgendwie krass. Weil du kannst nicht mit Kindern reingehen, das ist zu gruselig für Kinder. Also jetzt nicht so dieser Familienfilm, ja, hey, Mutter, Vater, Kind, gehen da ins Kino. Wo kommen die Besucherzahlen her? Wer geht da rein? Das sind halt die, wo zu alt sind für Kinderprinzessinnenfilme, aber noch zu jung sind für alles andere, glaube ich. So. Puh. Anfang 20, Ende 30. Ich glaube, das ist das Publikum. Okay. Na, Spekulation. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, was so neu anläuft. Jetzt am. Wo ist es, der Starttermin? Ach, ist ja November dann schon, ne? Ja, sind schon im November. Es wird langsam Zeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Oh, Zombieland 2. Da habe ich letztens erst, also was heißt letztens, vorgestern oder so, auf Sky den ersten Teil nochmal geguckt.
Zombieland 2, doppelt hält besser, wieder von Ruben Fleischer mit Woody Harrelson, Jesse Eisenberg. Ah, vergiss es, ist doch noch nicht November, das ist der 31. Oktober. Ah, so, jetzt habe ich, dann müssen wir zurückgehen. Dann freut euch auf die erste, auf das erste Mal. Hier gleich mal korrigierend eingreifen. Stimmt. Hier, weil ich hätte hier nämlich Scary Stories to Tell in the Dark vom Oscar-Gewinner Guillermo del Toro, produzierter Horrorfilm der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Alvin Schwarz. Alvin and the Chipmunk Schwarz. Dann läuft auch noch an Das perfekte Geheimnis von Bora Daktekin. Das ist der, der uns diese Meilensteine der deutschen Filmgeschichte Fuck You Goethe gebracht hat. Der hat einen Film gedreht, der heißt Das perfekte Geheimnis. Und da geht es wohl darum, dass in so einem Freundeskreis die Leute beschließen, dass sie irgendwie so sagen, so, ja, wir haben alle Vertrauen gegen uns gegenüber und darf jeder irgendwie in das Handy des anderen reingucken und sich da alles so durchlesen und so, und daraus ergibt sich dann halt der Film. Ja, aber der ist ja überragend besetzt. Ja, Alison Barek, Caroline Herford, Florian David Fitz. Friedrich Lau, Wotan Wilke Möhring. Ja, ich meine, also, du hast ja in Deutschland viele solche Ensemble-Filme. Ja, aber das ist schon. Und Jacqueline ist auch dabei. Ich weiß bloß halt nicht, ob der Wotan Wilke Möhring auch. Ich weiß bloß halt nicht, ob der so gut ist, ne? Ja, Wotan Wilke Möhring haben wir jetzt zweimal genannt, aber den kann man öfters nennen. Ah, übrigens ist es ein Remake von der Komödie Perfect Strangers. Die ist die ist 3 Jahre aber alt. Aber halt. Und innerhalb der kurzen Zeit wurden bereits 11 internationale Remakes von diesem italienischen Publikumshit produziert. Nach Griechenland, Spanien, Türkei, Frankreich. Mexiko, Südkorea, Ungarn, China, Russland und Polen ist nun Deutschland mit Das perfekte Geheimnis dran. Okay. Ich komme jetzt mit Halloween Hound. Horrorfilm um eine Gruppe Teenager, die in einem Spukhaus statt Spaß knallharter Überlebenskampf erwartet. Auch ein Horrorfilmchen. Das wäre ein schöner Film für die Sneak, finde ich. Jetzt so vor Halloween dann irgendwann. Mit Katie Stevens und Lauren Alyssa McLean und Shazi Raya. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ein intensives Drama über eine Malerin, die eine versprochene Frau zum Ende des 18. Jahrhunderts malen soll und stattdessen Gefühle für sie entwickelt. Boah. Aha. Okay. Das klingt aber auch wie ein Film für die Sneak. Ja. Nein? Okay. Ich hätte dann hier noch Justice. Ein Thriller aus Deutschland mit Caro Kult, Bruno Ayron, Ann-Kathrin Merzke. Ja, es ist schon bei früheren Recherchen ist der Journalist Max auf eine Privatbank gestoßen, deren Geschäfte alles andere als sauber abzulaufen scheinen. Schließlich sorgten seine Nachforschungen sogar dafür, dass aus dem einst gefeierten Auto nur noch ein Journalist für kleine Nischenmagazine und Theaterkritiken wurde. Okay, also ein knallharter Thriller scheint das zu sein. Ah ja. Knallhart ist Invisible Sue plötzlich unsichtbar auf jeden Fall nicht, denn das ist ein Film, der eher auf die Kinder abzielt. Und die Story klingt eigentlich ganz nett, weil da gibt es die 12-jährige Sue, die liebt Superhelden über alles, die liest Superhelden-Comics und ist da so total drin. Und eines Tages kommt sie nämlich an so eine Flüssigkeit, die unsichtbar macht. Und als dann ihre Mutter entführt wird, dann muss sie ihre Fähigkeit oder ihre neu entdeckte Sache dann einsetzen. Ja. Klingt ganz nett eigentlich so für Kinder. Ja, klingt ganz nett. Ich hätte jetzt noch Last Ferry im Angebot. Ich glaube, der Rest ist eher so Doku und anderes. Last Ferry ist aus den USA auf jeden Fall mit Ramon Otores und Miles Clohessy. Als junger Anwalt aus Harlem hat Joseph eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Geld, Erfolg oder ein aufregendes Leben in der Großstadt. Nur in Sachen Liebe fehlt ihm Erfüllung. Also beschließt er, auf Urlaub zu fahren, und zwar nicht irgendwohin, sondern auf die queere Partyinsel Fire Island. Blöd nur, dass da gerade Nebensaison ist und die Insel fast wie ausgestorben ist. Läuft unter, klingt bisher eher wie so Comedy, oder? Ja, eher. Ist aber Krimi-Drama-Thriller. Wenn du sagst, es ist eine queere irgendwie, dann. Ja, dennoch trifft er schon bald auf einen Jungen und erste Annäherungsversuche lassen nicht lange auf sich warten. Doch mit einem Schlag wird der Traumurlaub zum Albtraum. Unter Drogen gesetzt wird Joseph Zeuge eines Mordes und fällt dem Mörder um ein Haar auch noch selbst zum Opfer. Das klingt ja fast wie dieser Gaspar Noé-Film, bloß halt mit einem Mord noch zusätzlich.
Ja. Dass sie irgendwie Drogen aus Versehen nehmen. Ja. Aber einen müssen wir doch noch wenigstens erwähnen, nämlich Unruhezeiten von Eike Weinreich und Alexi Herrmann. Da spielt nämlich Hans Meiser mit. Oh. Da geht es um irgendein Theater, um das es nicht gut steht. Und da kämpfen die dann dafür, quasi das Theater. Sie versuchen dann, das Theater wieder auf Vordermann zu bringen und so. Okay, das waren so die... Hans-Joachim Meiser. Meine Güte. Lange nicht gesehen. Dann, ich werfe mal einen Blick, was so neu auf Blu-ray rauskommt. Das müsste aber dann ja der 4. November sein bei Blu-ray, oder? Nee. Auch nicht. Vorwoche. Das ist die Woche ab dem 28. Oktober, ne? Auch nicht schlecht. Was ist los mit Erik? Erik ist nicht vorbereitet. Bin schon zu weit in der Zukunft unterwegs hier. Ich habe ja Terminator geguckt. Erik ist nicht vorbereitet. Willst du den ersten machen? Nee, Chris ist auch nicht vorbereitet. Brightburn. Brightburn kommt raus auf Blu-ray. Den hatten wir in der Sneak Preview. Ich fand das einen sehr, sehr schönen Superhelden-/Schurkenfilm, der wirklich gut inszeniert war, gut gespielt und hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Sneak Preview. Ich glaube dir auch, ne? Ja, war okay. Unbedingt. War okay. Also wer so ein bisschen was Düsteres mal schauen will, nicht diese bonbon-bunte Marvel-Welt, sondern mal auch mal abseits was sehen möchte, der ist hier gut beraten. Ja. Dann kommt 3 Schritte zu dir, Drama-Romanze mit Stella ist eine 17-Jährige, wie sie im Buche steht. Ihr Smartphone gibt sie nicht aus der Hand und am liebsten chattet sie mit ihren Freunden. Ja, und dann kommt sie ins Krankenhaus mit, ich glaube, Mukoviszidose und muss wenigstens 3 Schritte Abstand halten zu anderen. Ach, das ist das, okay. Genau, weil sie sich sonst eventuell mit irgendwas ansteckt und so. Und okay. Oder nee, wenigstens 4 Schritte, glaube ich. Und dann heißt aber ja der Titel 3 Schritte. Von Hellboy, ich nehme an, das ist der erste. Hellboy, gibt es einen Director's Cut oder ist das dieses Reboot? Weiß gar nicht mehr. Da gab es doch mal so ein Reboot. Das hieß, glaube ich, auch nur Hellboy. Sieht aber eher aus wie... Sieht aus wie der Alte. Der Alte. Ja, ja, 1944, ja. Okay, da macht man den nächsten, was, den fand ich super. Das ist super, das ist echt super. Ein richtig geiler Film, den wir auch hier in der Sendung schon hatten. Longshot, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, mit Charlize Theron und Seth Rogen. Der war richtig gut. Mit dermaßen geil. Präsidentschaftskampf, also der war verdammt gut. Also wer den noch nicht kennt, das ist auch so ein Film, kann man locker mit der Freundin, mit der Frau gucken. Das ist jetzt nicht so wie, oh ja, nee, schon wieder hier Blut und Gedärme und Hellboy und da hast du nicht gesehen und Brightburn oder sowas. Sondern, nee, einfach witzige Geschichte, coole Geschichte, geil erzählt, starke Schauspieler. Ist auch ein guter Date-Movie. Also wenn ihr da Date habt, wollt da hier sagen, hier komm hier, wir gehen nach Hause, gucken den Film, dann legt jetzt nicht Brightburn ein, sondern nehmt Longshot. Vertraut uns. Ja, auf jeden Fall. Stand By Me gibt es eine Wiederaufführung. Oder gibt es wieder neu auf Blu-ray? Alles so 4K. Kann mir eigentlich mal jemand sagen, wenn ich mir jetzt so eine 4K kaufe, so eine 4K Blu-ray, ist das abwärtskompatibel? Kann ich das auch auf einem normalen Blu-ray-Player? Hast du denn einen 4K-Player? Nee, eben nicht. Das ist ja das, was ich meine. Also ich habe... dann funktioniert das auch nicht. Ich habe ich will es ja nicht in 4K gucken. Ich will nur wissen, aber ist ja drauf ausgelegt. Ich will nur wissen, ob das dann runter, ob da auch noch eine normale Spur, ob der das runterrechnen kann oder... Weißt Hast du mal Dr. Google gefragt? Ja, da gab es widersprüchliche Aussagen. Deswegen, ja, vielleicht weiß es jemand von den geschätzten Hörern, bevor ich nämlich, ja, ich weiß nicht, ich bin ja nicht mehr so wahnsinnig für so Datenträgermedien, weil irgendwie verlagert sich ja alles in Stream, aber die Extras, die sind doch manchmal noch ganz interessant bei diesen Discs. Deswegen. Erik, wir machen das ganz anders. Wir machen das komplett anders. Du organisierst jetzt einfach mal so einen 4K-Film. Testest das, ob es geht, und wenn es nicht geht, verlosen wir den einfach hier in der Sendung. Na schön, dann habe ich hier für 20, 30 Euro so ein 4K, den ich hier verlose. Da machen wir es lieber anders, da lassen wir uns mal von einem Verleiher mal irgend so ein Ding, egal was es ist, einfach mal schicken und probieren es dann aus, ja. Ich habe es ja nur probiert. Ja. Immer im Sinne der Hörer, du weißt doch. Weil 4K ist ja an sich nur die Bildrate, ne? Das heißt, also an sich das Blu-ray, die Spezifikationen, die sind ja dieselben, deswegen, egal. Vielleicht weiß es jemand. Ja, wo sind wir jetzt eigentlich? Nächster Film. Nee, den können wir vergessen. Ja, wir sind jetzt bei Terminator, die Erlösung. Das ist der, den wir vergessen können, weil das ist nämlich der mit Christian Bale, wo er im Trailer schon das Ende verraten wird. dieser Facepalm-Film. Ja. Zombieland kommt auch nochmal neu raus.
Genau, da kommt jetzt auch der zweite Teil bei ins Kino. Und dann haben wir noch einen Film, den wir in der Sneak hatten und auch hier in der Sendung. Tolkien, die Biografie, das Biodrama über J.R.R. Tolkien. Wie er die Inspiration gefunden hat, um Herr der Ringe zu schreiben. Also alles vor Herr der Ringe. Hat mit Herr der Ringe noch nicht wirklich was zu tun. Bin ich mir nicht ganz sicher. Hattest du den gesehen oder war das Kate? Ich hatte den du gesehen. Du hattest den, ne? Ich fand den ganz gut. Ja, ne? War ganz gut, ja. Hatte ich so abgespeichert gehabt, ja. Genau. Nee, nochmal Thema 4K, weil ich wäre mir wahrscheinlich dann auch die, wenn da mal irgendwie eine neue PlayStation kommt, die wird ja wahrscheinlich ein 4K-Laufwerk haben. Ja, deswegen, hat sie. Deswegen will ich mir jetzt nicht extra noch einen Player kaufen, weißt du? Aber ich könnte mir ja schon die Discs holen, wenn es die gibt. Na egal. Also, das war's mit den neuen Blu-Rays für diese Woche. Und wie machen wir eigentlich weiter? Achso, Trailer. Trailer? Da Trailer. Machen wir mal diesen. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. Ja. Das war die Szene, wo ich über feuchte Augen krieg bei dem neuen Star Wars Final Trailer, der jetzt vor ein paar Tagen still und heimlich gelauncht wurde. Hat eigentlich außer uns kaum jemand mitbekommen, glaube ich. wie fandst du denn? Ha! Vielleicht sollten wir erstmal vorne wegschicken, dass wir die Kinokarten für Star Wars haben. Also wir haben sie auch jetzt physisch da, physisch anwesend. Das heißt, es steht nicht mehr so viel zwischen einem Kinobesuch und uns. Wir werden natürlich nicht um 10 Uhr morgens schon in die erste Vorstellung rennen, sondern abends. Wir müssen also den ganzen Tag irgendwie vermeiden, da groß zu gucken. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich glaube, der Trailer verrät schon wieder zu viel. Meinst du? Ja, wer den anderen Trailer gesehen hat mit gerade C3PO mit roten Augen, wo schon so und jetzt die Szene, es heißt eigentlich, ja, C3PO wird ziemlich sicher gelöscht werden. Oh nein. So. Und das finde ich so. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. Ja. Deswegen finde ich das schon ein bisschen arg gespoilert mal wieder. Macht mir auch ein bisschen Angst, weil es. Aber es macht mir dahingehend Angst, dass ich sage, was passiert eigentlich, wenn jetzt die beschließen, alles klar, wir wollen ja das komplett neu aufsetzen. Das heißt, wir töten jetzt C3PO, R2D2, BB8. Nein! Dann, ja! Obwohl so sieht es nämlich aus hier. Der ist ja wieder von J.J. Abrams, oder? Ja. Wahrscheinlich kommt dann sowas wie alles, die letzten drei Filme, alle nur geträumt hier. dann irgendwie so ein übelstes Ding noch. Nee. Aber ja, ich fand ihn schon sehr, sehr schön. Was ich nicht ganz verstanden habe mit diesen Pferden im Weltall, da bin ich mal gespannt auf die. Ja, wobei ich glaube, das ist halt diese Referenz einfach, weil es ja Jedi Ritter. Ja. Und Ritter sind ja auch auf Pferden rumgeritten. Deswegen. Ja, klar. Aber was sie da im Weltall und ja, das muss ich dann sehen, wie sich dann da ergibt und wie es dann gezeigt wird. Und ich meine, hey, der Film geht ja irgendwie, ist der längste aller Star Wars Filme. Der soll 155 Minuten gehen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass es keine Mitternachtspremiere gibt. Weil da kann man sich dann lieber tagsüber dann mal in schönen Ruhe anschauen. Und ja, so wie wir abends um 8. Naja, meine ich ja. Abends um 8. Ja. Also ich meine, das ist ja, da bist du dann halt so wie zur normalen Sneak dann zu Hause. Du musst da nicht mitten in der Nacht bis um 3 um 4 dann. Hm. Ja, also von daher finde das schon ganz gut. Und ich sag mal, das, was man da jetzt in diesem kurzen Trailer gesehen hat, das, ja, ich weiß nicht, ob das schon so viel spoilert. Glaube ich fast nicht. Ja. Ah. Aber waren schon sehr, sehr schöne Szenen drin, fand ich. Die Nacktszene mit Rey wird gut. Ja. Ja. Liebesszene, aber mal gucken. Lasst uns mal einen Kommentar da, liebe Hörer, wie ihr den Trailer fandet. Ich glaube ja, den hat ja fast jeder gesehen. Lasst uns mal wissen. Schreibt es in die Kommentare auf kinocast.net oder schreibt uns eine direkte Nachricht, wie auch immer. Wir wollen jetzt nicht den Trailer in aller Gänze analysieren. Da gab es ja schon diverse Leute, die jetzt irgendwie auf ihren YouTube-Kanälen so Reaction to Trailer sowieso und sowas und irgendwie siehst du so, der Trailer selbst geht irgendwie knapp 2 Minuten oder so und dann siehst du Leute, die unterhalten sich ja echt 2 Stunden in so einem YouTube-Kanal über jeden und über jedes Frame fast, ne? Und
Naja. Ja. Aber gut, wir haben noch einen zweiten Trailer, der heißt Code 8. Und wer, ja, vielleicht kennt es sogar der ein oder andere von euch. Es gab mal einen Kurzfilm, der heißt Code 8. Den kann man, glaube ich, sogar auf YouTube momentan gucken, komplett. Und danach gab es bei diesem Code 8 Trailer eine Crowdfunding-Kampagne auf, wie ist das, Instagogo? Nee, wie sind die? Nee, Viagogo war die Ticketplattform. Ja, ja. Indiegogo, jetzt habe ich es. Indiegogo war es. Instagogo. Indiegogo und diese wurde mehrfach überzeichnet, sodass die also viel mehr Geld über diese Kampagne bekommen haben, als sie eigentlich dafür wollten, weil die Fans stehen wirklich hinter diesem Projekt wie eine Eins. Und in diesem Film oder in dem Trailer sieht man Stephen Amell, der den Arrow spielt in der Fernsehserie. Und der hat in der Drehpause von Arrow hat er diesen Code 8 gedreht. Wahrscheinlich auch, weil in dem ursprünglichen war er nämlich auch schon kurz drin. Zusammen auch mit seinem, ich glaube, Cousin, Robbie Amell. Die sind da irgendwie zusammen drin. Und ja, der Film handelt, wenn man so den Trailer sieht, davon, dass ein Mann, der so ein bisschen so eine irgendwie Superkräfte hat, aber irgendwie so sein Leben lebt, das eigentlich gar nicht großartig einsetzen will, der wird von dieser übermächtigen, ja, dystopischen Polizeigewalt dazu gebracht, dann doch mal mit seinen Fähigkeiten aktiv zu werden. Und es ist so, irgendwie seine Mutter ist, glaube ich, krank und er muss immer auf ein paar illegalen Wegen die Medikamente beschaffen und auf einer dieser ja, Raubzüge oder Diebstähle oder sowas wird er halt, gerät er dann in die Räder der Justiz rein und wird von der Polizei festgehalten. Und guckt euch mal den Trailer an. Der ganze Film ist für relativ wenig Geld produziert, sieht aber wahnsinnig gut aus, finde ich, der Trailer. Ja, sah ganz gut aus, ja. Also für das Geld. Und ich bin da ein bisschen aber gespannt. Erinnert mich drauf, immer noch an irgendein Computerspiel. Ich glaube, es war Deus Ex, ich bin mir aber nicht sicher. Ja, es sieht schon ein bisschen aus wie Deus Ex, gerade auch diese Figuren da mit dem roten Licht vorne drin und so. Ja, also doch, ne? Ja. Und auch mit diesen Blitzen schießen und so. Also. Aber ich freue mich da drauf. Also ich würde den gerne sehen, wenn der vielleicht in der Sneak kommt, wäre das besonders cool. Aber mal gucken, da spielt noch jemand Bekanntes mit? Nee, ich glaube, die anderen kennt man alle nicht so. Wann kommt der raus? Release Date, so gucken wir doch mal an. Spanien, 3. Oktober 2019 auf einem Filmfestival. Und dann ist wohl geplant, eine riesige Runde zu drehen durch etliche Kinos, um den Film, den die Crowdfunding gemacht haben, frühzeitig zu zeigen, also bevor der regulär ins Kino kommt. 28.400 Backer steht hier weltweit. Krass. Nee, nur auf dem einen Level. 20.000 auf dem anderen und so weiter. Boah, krass. Ja, also ich verlinke den mal mit, den Trailer zu Code 8. Werf da mal einen Blick drauf. So. Dann sind wir ja soweit durch mit den News und Trailern. Ich habe tatsächlich noch eine Serie, die ich mal kurz ansprechen kann, weil wir sind ja schon über eine Stunde. Ich mache es nur ganz kurz. Serien. Ich habe für Fortsetzung folgt, habe ich eine Serie geschaut, die, bei der war ich mir jetzt nicht ganz so, da wusste ich jetzt nicht so genau, was mich da erwartet. Und zwar heißt die Spy, oder hieß die nur Spy? The Spy? The Spy. The Spy heißt die, genau. The Spy von Gideon Ruff, der Homeland gemacht hat. Hauptrolle spielt Borat. also Sacha Baron Cohen. Und was ich auch noch nicht wusste, ich hatte bloß die positiven Rezensionen gelesen, so ein paar Sternewertungen und habe gesagt, okay, wir nehmen das mal mit rein bei Fortsetzung folgt und bin auch nicht enttäuscht worden. Es geht um einen israelischen Mann, der sich rekrutieren lässt von dem Mossad, um dann in Syrien Spionagemissionen auszuführen für Israel. Und das Ganze basiert auf einer realen Person. Und ich habe jetzt, nachdem ich die Serie geschaut habe, auch sehr viel Interesse dran bekommen, mir das mal alles durchzulesen. Und wenn man dieses Pulverfass da unten, wenn man das ein bisschen verstehen will, wie das alles so, wer da mit wem und so, dann auf jeden Fall vielleicht die Serie mal anschauen, weil hier werden doch einige Anfänge auch gezeigt, wie das angefangen hat mit irgendwelchen diplomatischen Verwicklungen und wieso
der nicht mehr mit dem und der mit dem. Und dieser Spion Eli Cohn, der hatte da auch so seine Finger mit im Spiel, in dem ganzen Thema. Und die Serie ist echt gut. Es ist eine Miniserie, 6 Folgen. Wahnsinnig gut gespielt. Also bei Sacha Baron Cohen denkt man ja automatisch an Klamauk, aber hier wirklich absolut ernsthaft. Wenn man einmal, ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, ihm das so ein bisschen abzukaufen, die Rolle, weil ich kenne ihn eher so aus Klamauk-Rollen. Aber es ging relativ schnell und dann habe ich wirklich gedacht, okay, da ist eigentlich die Idealbesetzung für den. Und ich habe auch gelesen, dass die Nachkommen des Echten, die hatten auch große Bedenken, aber wo sie dann gesehen haben und das auch verglichen haben mit Fotos und so, und das, die waren wirklich total überrascht, wie positiv, wie gut das geworden ist. Und Sacha Baron Cohen produziert auch mit, also er wirkt als Executive Producer, also hat er durchaus auch das gewollt, das Projekt, und ist ein absolutes Aushängeschild für ihn, großartig gespielt, auch die Nebencharaktere. Es nimmt so, ja, wie so eine typische Agentengeschichte, wir hatten es ja auch heute bei Official Secrets, es ist natürlich erstmal langsam, bis das ganze Thema in Fahrt kommt, aber dann, gerade wenn dann so Situationen dann entstehen, wo man merkt, okay, da kommt er eigentlich so nicht mehr raus, ja, wie kann er das jetzt schaffen, ne? Es ist wirklich sehr dicht dann gegen Ende. Unbedingt empfehlenswert, oder unbedingt eine Empfehlung von mir, auf Netflix The Spy anschauen. Darf ich kurz dazu was sagen? Sehr gerne. Ich bin echt gar kein Fan mehr von Sacha Baron Cohen seit längerer Zeit, weil er ist mit Isla Fisher verheiratet und hat der Kinder gemacht. 3 Stück schon. Das geht gar nicht. Ja. Verstehe ich jetzt und nicht ganz. Und Isla Fisher, du kennst ja Isla Fisher, ne? Das ist die mit der Flöte. Nein? Ach Gott, Erik, nein. Isla Fisher. Das ist die aus Star Wars. Prinzessin Leia. Na, oh. Ja, mach's noch besser. Nein, aber Isla Fisher, für mich eine sehr, sehr geschätzte Frau. Ich mag sie total. Und ich wusste, was ich jetzt gerade noch bei nebenbei erfahren habe, wusstest du wahrscheinlich auch nicht. Seit 2018 ist sie berufen in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Ja, wer nicht? Das heißt, sie entscheidet mit, wer die Oscars bekommt. Wer nicht? Du. Ja, ich, ja. Aber fast jeder schon. Übrigens, die hat auch in einem Film mitgespielt, Swimmingpool von 2001, der aber ein Slasher ist und nichts mit dem Swimmingpool zu tun hat, den ich. Sachen gibt's? Ja. Nee, ich habe gerade mal geschaut. Die ist das, ja. Erkenne ich natürlich. Ja. Kenne ich natürlich. Ja, aber Sacha Baron Cohen, wie hieß dieser eine Film, den ich abgebrochen habe? Mal kurz gucken. Hier einer der letzten war das, glaube ich, mit diesem Diktator oder so. War das? Actor? Bruno war es nicht. Wie hieß denn der? The Diktator oder so? Kann das sein? Der Diktator. Da war so eine furchtbare Szene da mit drin. Mit dieser, wo der dann so... Oder meinst du der Spion und sein Bruder? Ja, der war auch schlecht. Hui, war der schlecht. Eieiei. Also stimmt, das ist ja ein Pile of Shame hier. Also das ist ja... Aber bei der Diktator, den habe ich wirklich abgebrochen, den Film. Der war einfach unerträglich. Weil, hast du den gesehen? Gibt es eine Szene, wo Nein. quasi mit dem Kopf durch die Scheide einer Frau... rein, um das Baby da irgendwas, ich weiß nicht mehr, ist ganz furchtbar. Egal. Also, aber The Spy ist empfehlenswert. Also, wer ihn mal nicht in so einer Rolle sehen möchte, angucken, ne? Okay, dann gucken wir mal in den restlichen Bereich rein. Mach hier noch so einen kleinen Trenner hier. Die Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Ich brauche mal einen Trenner für das Sonstige hier. Ich habe mal einen Musiktipp, den habe ich schon auf Instagram geäußert gehabt. Ich habe nämlich die Neo-Magazin-Sendung gesehen mit Jan Böhmermann, und dort ist ein junger Mann aufgetreten, den ich zwar schon vom Namen her so gehört hatte, nämlich Trettmann. Und da wurde seine neue LP vorgestellt, die heißt Trettmann auch, genau wie er. Er hatte vorher aber schon welche, die hießen anders. Und da hat er einen Song performt, der heißt Stolpersteine, und den fand ich so großartig. Und auf YouTube gibt es tatsächlich auch vom Neo-Magazin den Clip, wie er das performt. Und den werde ich euch mal mit verlinken, liebe Hörer. Da könnt ihr gerne mal reinklicken auf YouTube. Hast du auch einen Musiktipp? Spontan? Ich hab ja deinem Musiktipp gefolgt und habe dann auf der Heimfahrt Trettmann reingemacht. Als wir aus dem Kino heimgefahren sind und mir das gesagt hast, so, hey, hör da mal rein und bar.
Ich fand's furchtbar. Stolpersteine? Ich habe die ersten paar Songs da angehört und fand's echt nicht gut. Okay. Du hast ja auch noch gemeint, so, ja, der hat früher da ganz arg viel mit Autotune gemacht. Ja, auf der CD ist leider viel Autotune drauf. Ja, aber hier, das ist live, ohne Autotune. Ja. Fand ich echt gut. Vielleicht sollte er lieber ohne Autotune. Dann kannst du dir das immer nochmal anhören auf YouTube hier. Ja. Ohne Autotune. Hast du denn einen Musiktipp? Ob ich einen Musiktipp kann jeder aktuell ganz spontan hier, überraschend. Ganz spontan, nee, weil meine Lieblingsband bringt erst im Januar ihr neues Album raus und das habe ich jetzt schon vorbestellt. Bringt mit Modern T-Shirt Talking ein neues Album raus. Ja, genau. Ja, Wildiger Herzbuben eigentlich. Klaus und Klaus. Opus, die von Life is Life. Ja. Na, 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 na. Nee, wer ist das? Theory of a Dead Man. Theory of a Dead Man. Kenne ich nicht. Empfehl mal irgendein Lied zum Reinhören. Ich soll jetzt ein Lied singen, ja klar. Nein, empfehlen. Empfehlen. Achso, empfehlen kann ich. Ich hätte den Song Santa Bad Monica. Girlfriend? Nee, okay. Ja, Bad Girlfriend auch sehr geil. Santa Monica ist sehr geil. Santa Monica, weil gibt's als Video. Ja, ja, das kam sogar auch schon in einem Videospiel vor. Ich habe nur vergessen, in welchem. Okay, ich hab's gefunden. Ich werde es mit verlinken. Und sie haben mein absoluter Lieblingssong von denen ist allerdings Hate My Life. Das klingt ja nach einem Feel-Good-Song. Das ist das Schöne bei Theory. Die haben früher sehr, sehr viel wirklich so Augenzwinkern Rock gemacht. Mit eigentlich relativ frechen Texten auch. Aber auch schöne Balladen dann dabei. Und halt jetzt das neue Album geht mehr so in eine bisschen ernstere Richtung auch, um da auf ein paar Sachen aufmerksam zu machen. Also die aktuelle Single geht auch die heißt History of Violence, die aktuelle Single. Und da mal das Video auch dazu angucken, worum es da geht, ist schon ein bisschen ernsteres Thema dann. Und das finde ich aber ganz gut. Also es tut denen ganz gut. Ich habe die auch schon live gesehen, mehrmals. Und coole Band. Die sind aus den USA, oder? Kanada. Kanada, ah, okay. Müssten sie. Es müssten Kanada, ja, Kanada. Ich werde mal reinhören, geht jetzt gerade nicht, weil wir hier aufnehmen. Ich habe hier der Soundkarte exklusive Rechte für die Aufnahmesoftware, damit da nichts schief geht. Ich höre nachher mal rein. Ja. Genau. Dann ein was noch. Vielleicht kennt sich da auch jemand von unseren Hörern aus. Meine Frau, die hat gestern unsere Terrasse hier, unseren Garten, winterfest gemacht und hat einen Igel gefunden, der sich da bei uns versteckt hatte. Und natürlich, wie das dann hier so ist immer bei den Frauen, die müssen dann gleich wieder mit Kanonen auf Spatzen schießen, ist irgendwie hat sie sich ein Igelhaus gekauft, ne? Und da haben wir den halt jetzt reingesetzt, so mit Heu und so. Aber der ist noch nicht im Winterschlaf. Das heißt, der geht immer noch raus, offensichtlich. Genau, also falls da jemand irgendwie Tipps hat, was man da machen kann, irgendwie, sie hat natürlich Igelfutter gekauft, aber vielleicht hat jemand noch irgendwie andere Tipps. Auf jeden Fall ein was Negatives hat das noch. Vielleicht wissen ja die geschätzten Hörer hier, dass mein Studio liegt im Keller und ich habe hier so ein Fenster, wo so ein zum Lichtschacht nach oben rausgeht und dieses Igelhaus steht jetzt oben genau auf diesem Lichtschacht drauf, was vorhin, als ich mal lüften wollte hier, also ich kipp dann immer das Fenster so an, damit hier mal frische Luft reinkommt und so. Da ist der Igel reingefallen. Es riecht ja einfach nach Tierpark, weil das ist oben so ein Gitter drauf und da steht er drauf. Und wenn ich jetzt hier aufmache, das riecht dermaßen nach Tierpark. Also falls da jemand Tipps hat, was man da so mit dem Igel, ob man den interessieren kann, ob man da irgendwas Cooles machen kann damit oder ob der schmeckt, ob man den zubereiten kann oder irgendwas. Oh Gott, jetzt habe ich die ganzen Veganer am Hals. Ah nee, war nur Spaß. Ich hab jetzt inzwischen rausgefunden, wie das Spiel hieß, was mir nicht eingefallen ist, wo der Song auch Santa Monica im Hintergrund im Radio läuft. GTA. Das ist Fahrenheit. Ah, Fahrenheit, okay. Und das war ein sehr, sehr cooles Spiel. Das stimmt, Fahrenheit war cool. Jo, da sind wir eigentlich soweit durch für heute. Falls du nichts mehr hast. Du nimmst ja hoffentlich nächste Woche ein ganz tolles Interview auf. Wir werden da mal noch nichts verraten. Mit einem Eishockeyspieler für deinen Eishockey-Podcast, den ihr hören könnt. Ich glaube nicht, dass es ein Interview wird, aber ja. Pausentee.net, dann wird es auf jeden Fall ein Gespräch. Es war hier nicht zu viel verraten. Ja, nee, nicht zu viel verraten. Also ihr müsst es dann. Es gibt ein Feature, sagen wir es so. Wenn ihr da
Wenn euch Eishockey auch nur ein bisschen interessiert, hört da rein bei pausentee.net. Und in der nächsten Folge dann wird es ein etwas Besonderes geben. Dann sind wir soweit durch. Schöne Grüße an die Kate. Und richtig aus. Nee, ich meinte jetzt hier in der Sendung. Ich wollte dann testen, ob sie es bis hierhin gehört hat. Ja, schon okay. Genau, macht's gut, liebe Hörer. Guckt gute Filme, guckt gute Serien. Aber geht doch mal raus, solange wie es noch halbwegs schönes Wetter ist. Weil ich glaube, es wird... Geht auch bei schlechtem Wetter raus. Nee. So keiner aus Zug kommt. Nee. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.